Dankeschön. Ich bin in Ost-Berlin 1964 geboren, also ein richtiges Ostkind. Berlin war umgeben von einer Mauer und ich kannte nichts anderes als Mauer. Und ich dachte immer, es ist da völlig ungerecht. Wenn ich Westfernsehen gesehen habe, das SFB, dann war so ein Moderator, der hat dann immer bei der Abendschau gesagt, aus dem Westfernsehen, liebe Freunde, liebe Nachbarn, wir denken an euch. Boah. Das hat mir so wehgetan, dachte ich, die denken an, das brauchen die gar nicht. Wir waren eigentlich getrennt, vielleicht nur 1 Kilometer. Und trotzdem haben sie ein ganz anderes Leben geführt als wir im Osten. Brüder, Geschwister, wir denken an euch. Boah, das hat mich so berührt, wo ich dachte, eines Tages will ich darüber. Dann wird sich das ganze Leben ändern. Ich fühlte mich in so einem grauen Brei. Die Straßen waren grau, die Autos waren grau, die Menschen waren grau. Manchmal gab es dunkel und hellgrau als Unterschied, aber ich fühlte mich da auch richtig grau. Und deshalb habe ich mich bunt gekleidet. Ich war so ein Typ, der wollte immer anders sein. Meine Mutter fand das gar nicht gut. Sag mal, kannst du nicht mal damit aufhören? Sei doch so wie die anderen. Nein, ich bin anders, ich will anders sein. Ich war ein richtiger Rebell geworden. Und ich dachte, und das war der erste Satz, den ich über Flucht aus meinem Mund rausgelassen habe. Das war in der Küche, ich war 13 Jahre und sagte zu meiner Mutter, während sie kocht, eines Tages werde ich nach dem Westen gehen. Junge, sowas darfst du niemals sagen, sagte sie. Niemals darfst du sowas überhaupt im Mund nehmen. Das hat wahnsinnige Konsequenzen. Ja, das war so. Man muss sich vorstellen, dass die DDR, ich meine, viele von euch wissen das, aber wenn man da drin aufgewachsen ist, ist es noch was anderes. Dass jeder den anderen überwacht hat. Du konntest niemandem wirklich trauen. Weder deinen Arbeitskollegen, ja nicht mal in deiner eigenen Familie. Das zog sich durch die Familie, die inoffiziellen Mitarbeiter von der Staatssicherheit, die haben Charakterstudien geführt. Und der eine hat den anderen observiert und angeschissen bei der Polizei oder beim Staatssicherheitsdienst. Das war eine gefährliche Geschichte. Du musstest immer aufpassen, was du sagst. Und das war der Grund, warum ich weg wollte. Ja, das habe ich auch erst später reflektieren können. Warum war das bei mir so? Warum habe ich mir die Haare grün gefärbt? Warum habe ich Punkmusik besser gefunden als die FDJ-Lieder in der Schule? Warum ist das so? Und viele Jahre später ist mir bewusst geworden, das hat damit zu tun, dass mein Vater einfach verschwunden ist. Und ich brauche eigentlich so wie jeder Mensch einen Vater und eine Mutter. Und wenn eine Mutter den Vater ersetzen will, dann funktioniert das nicht. Ist genauso wie wenn ein Vater die Mutter ersetzen will, das geht nicht. Und selbst wenn ein neuer Vater kommt, fehlt der echte. Also irgendwie war das der Grund, und das habe ich viele Jahre später erst so reflektiert, mir fehlte irgendwie eine gute Familie, ein Rückhalt. Ich liebe es, wenn ich Menschen sehe, die aus gutem Elternhaus kommen. Oder Christen, die sagen, Mensch, deine Geschichte ist krass, ich habe das nicht erlebt. Ich bin christlich groß geworden, Mann, war das langweilig. Und da kriege ich immer einen Schock. Mann, du kannst so dankbar sein, du hast Eltern, die haben für dich gebetet. Mann, das ist ein Segen, dass du da groß geworden bist. Das ist nicht selbstverständlich in unserer Gesellschaft. Und sie sagen immer, ach, ich weiß nicht, ich kann sie nicht verstehen. Und sie denken immer, das ist toll, wenn man richtig tief unten ist und dann Gott erfährt. Und ich sage eins, das ist nicht toll. Das ist nur so lange toll, wenn du nicht selbst da drin steckst. Ja, ich wollte rüber nach dem Westen. Nur darum ging es. Ich war einer der ersten Punks in der DDR und hatte grüne und rote Haare. War ganz schwer, so eine Farbe zu kriegen in diesem grauen Alltag. Und ich bin tatsächlich zur Schule gekommen mit einer zerrissenen Lederjacke. War kein echtes Leder, alles nachgemachtes Zeug mit meinen grünen Haaren. Und dann sagt die Direktorin, mit grünen Haaren kommst du hier nicht in die Schule. Das ist klar. Die stand schon vorne an der Tür, weil am Fenster haben die schon rausgeguckt. Jetzt dreht er durch, der hat grüne Haare. Und ich kam da an und sagte, mit grüne Haare kommst du nicht rein. Aha, bin ich nach Hause und habe sie mir rot gefärbt. Das war so die Antwort. Nun, damit kam ich auch nicht in die Schule. Aber das war so meine Art, Protest zu zeigen. Meine Mutter war Lehrerin und sie hat Schwierigkeiten gehabt, weil ihr Sohn einfach nicht konform war. Nicht systemkonform. Und das hat natürlich immer Schwierigkeiten gebracht. Sie musste zur Schule. Ja, sagen Sie mal, warum hat Ihr Sohn so eine Anwandlung? Ich weiß auch nicht, also eigentlich, und die hatten alle Angst. Wenn du irgendwo eingeladen wurdest, dann hattest du immer Angst vor Behörden, vor Ärzten, vor Polizisten, vor Behörden, vor Lehrern. Die hatten immer irgendwie so eine Position, als würden sie die oberste Instanz sein. Wenn du eine Uniform hattest oder irgendetwas innehattest, dann hattest du Angst. So war das.
Und ich wollte diese Angst nicht. Ich dachte, wenn ich eines Tages im Westen bin, wird sich mein ganzes Leben ändern. Dann werde ich rauskommen aus diesem grauen Alltag. Und dann wird mein Leben bunt sein und ich werde endlich einen Sinn im Leben haben. Das waren immer so die Träume, die ich hatte. Naja, und dann eben auch die Anerkennung, das war meine erste Sucht. Es war nicht Zigaretten, Alkohol, später Drogen, Hass und Gewalt. Nein, meine erste Sucht war Anerkennung. Ich brauchte einfach einen Ersatzpapa. Und der Ersatzpapa, das waren die Typen, die immer schön schief gelaufen sind. Ich suchte meinesgleichen. Und wenn man sucht, dann findet man. Habt ihr schon mal gehört? Wer sucht, der findet auch. Steht so in der Bibel. Und dann habe ich mich immer an die gemessen, die wirklich aus der, also die so ein bisschen aus der Reihe gefallen sind. Zum Beispiel Hooligans. Hooligans, diesen Begriff gab es damals nicht. Das waren einfach Typen, die dritte Halbzeit suchten, nach dem Spiel. Sowas gab es in der DDR auch, das hat man natürlich nicht gelesen in Zeitungen, die haben das schön runtergehalten, aber es gab eine ganz große Horde davon. Heute sieht man die Auswüchse. Wer sich ein bisschen im Fußball auskennt, der weiß, oh, die Ostvereine, die haben da ganz schön Potenzial, Gewaltpotenzial dahinter. Und wir waren damals schon so unterwegs. Und das wollten wir. Wir wollten Krawall, Abenteuer, sind mit den Zügen durch die ganze DDR gefahren, von oben bis unten. Und ich hatte immer im Kopf, das ist noch nicht alles. Ich werde eines Tages nach dem Westen. Diese Schlägereien auf der Straße, das war alles Abenteuer und wir wurden auch gehasst und wir haben die anderen gehasst. Und immer in Begleitung mit Alkohol, Zigaretten, war alles ganz normaler Alltag. Ich habe mich immer von einem Wochenende zum nächsten gefreut. Ja, und dann kam diese Situation, als ich das erste Mal ins Gefängnis gekommen war, da war ich 17 Jahre alt. Ich habe Texte gegen Erich Honecker geschrieben, das war der Staatschef. Und als ich diese Texte geschrieben habe, da war mir echt nicht klar, was ich da gerade gemacht habe. Wir haben eine Band gegründet, keiner von uns konnte eigentlich wirklich ein Instrument beherrschen. Also unser Schlagzeug war so eine Box mit Pfennigen drin. Und ich habe die Texte geschrieben, ich war sozusagen der Redelsführer. Und dann kam ich mit 17 Jahren in ein Stasi-Gefängnis und das ging ganz schnell. Zack, militärisch geführt. Ich wurde mit anderen Menschen eingesperrt, die echte Verbrecher waren. Mein Leben hat sich total verändert. Da drin wurde ich nicht resozialisiert. Da hatte ich noch mehr Hass. Nun erst recht Ausreiseantrag stellen nach dem Westen. Den kannst du aber nur bewilligt bekommen, wenn du Verwandte hast. Ich hatte keine Verwandte, aber mein Traum war immer noch da. Nun war ich gebrandmarkt, Staatsfeind. Nach einem Jahr und zwei Monaten kam ich aus diesem Gefängnis raus. All diese ganzen Geschichten in diesem Gefängnis, sehr gut beschrieben von Damaris, in meinem Buch nachher käuflich zu erwerben. Das by the way. Da denken doch die Menschen, wenn man jemand einsperrt, dann wird er sich verändern. Ist aber nicht so. Ganz im Gegenteil, das Gegenteil ist passiert. Je mehr Druck ich bekam, desto mehr Druck habe ich an anderen weitergegeben. Gewalt war jetzt an der Tagesordnung. Der Knast hatte aus mir einen echten Verbrecher gemacht. Finster um mich herum war es gewesen. Immer finsterer. Rein im Knast, raus aus dem Knast. Rein im Knast, raus aus dem Knast. Fluchtversuch erwischt. Endlich habe ich es geschafft. In der Prager Botschaft. Ich war ein Augenzeuge, als der Genscher da kam und gesagt hat, ich bin gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Ausreise... Er brauchte nicht weiterreden. Wir wussten, jetzt sind wir frei. Und dann waren die Züge durch die DDR gefahren. Wir hatten furchtbare Angst. Auch das dramatisch beschrieben im Buch. Aber dann war ich endlich angekommen in dem Traum meiner Träume. Diese paar Kilometer Entfernung, die hatten mein ganzes Leben zu einer Reise gemacht. Und ich war endlich da drüben, auf der anderen Seite der Mauer, da wo sie gesagt haben, Geschwister, wir denken an euch. Nun war ich da drüben und denke, jetzt wird ein neues Leben anfangen und alles wird gut. Kaum war ich da angekommen in West-Berlin, eine Woche später geht die Mauer auf. Manch einer hat mich geärgert und gesagt, warum hast du nicht mal ein bisschen gewartet? Und dann fährst du mit der S-Bahn rüber. Aber nee, du musst ja von Knast zu Knast gehen, machst einen auf Punk. Ja, meine Mutter hat da, weil ich eben ins Gefängnis gekommen bin, ihren Job verloren, Berufsverbot bekommen und musste im Tierpark Karten abreißen. Eine Demütigung für eine Pädagogin. So war der Start. Es gab immer Strafen und Druck. Nun war die Mauer weg, ein vereintes Deutschland. Und irgendwie sah die Polizei genauso aus wie die andere Polizei. Sie hat nur eine Uniform,
Aber sie waren irgendwie doch noch so eine Art Feind. In mir hat sich eigentlich nichts verändert. Und die Sehnsucht nach Freiheit, die ich hatte, die habe ich nicht bekommen. Ich hatte so eine Sehnsucht, ein ganz anderes Vorstellungsbild, aber ich habe nicht das bekommen, was ich wollte. Mein Loch wurde nicht ausgestopft. Schon gar nicht von meinem Ersatzvater meiner Freunde. Und diese Freunde waren natürlich wieder die Alten. Jetzt waren wir wieder zusammen. Fußball, das, was ich konnte, das, was wir alle kannten. Da treffen wir uns, meine Familie. Die Anerkennung in der Gruppe. Einer hatte eine grandiose Idee. Lass uns eine Kneipe aufmachen. Eine Hooligan-Treffpunkt-Kneipe in Ostberlin. Das ist doch Wahnsinn. Ich dachte, eine super Idee für einen, der richtig Alkoholprobleme hatte. Ich hatte damals schon stark Whisky getrunken. Im Übrigen nur mal so ein Tipp, by the way. Ein Alkoholiker, kein gutes Geschäftsmodell, sollte nicht eine Kneipe aufmachen, oder? Das ist nicht gesund. Nun war ich dann in dieser Kneipe mit drei Kompagnons und wir haben sie aufgemacht. Ein Hooligan-Treffpunkt-Tatsache. Unser Plan ging auf. Ich war hinterm Tresen, habe die Horde abgefüllt und der ganze Gewinn ging am Fiskus vorbei, direkt in meine Taschen. So haben wir gelebt und dann hatte ich schön Kohle. Ich hatte hier die Kohle und nächsten Tag war sie wieder weg. So wie Griechenland. Weg, hier, da. Hier war sie da, da war sie weg. Im Kühlschrank zu Hause, Afrika. Hallo, lo, 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 lo. Keiner da. Im Grunde genommen konnte ich mit Geld nicht umgehen, gar nichts. Wo ich es hatte, war es dann wieder weg. Und dann kam die Situation, wo ich das körperlich nicht mehr ausgehalten habe. Alkohol und Partys zu organisieren und ich die Verantwortung. Ich konnte damit nicht umgehen. Einer hatte gesagt, probier das doch mal. Das war Kokain. Ich kann nicht ja mal einmal probieren. Wisst ihr, ich war sofort abhängig. Sofort. Ab dem ersten Tag war ich sofort abhängig. Vor allem Kokain, diese Droge macht im Kopf abhängig. Jetzt war das wirklich eine Spirale, die nach unten ging. Ich habe mich nicht mehr im Griff gehabt. Ich habe nur noch irgendwie funktioniert. Und man hat es mir angesehen. Freunde, die keine Drogen genommen haben, haben gesagt, du veränderst dich mehr und mehr und das siehst du das nicht. Und ich habe das nicht wahrgenommen. Nein, was redest du da? Die Gewalt wurde schlimmer. Ich hatte gar kein Mitleid mit anderen Menschen. Ich habe Menschen zusammenschlagen können. Ich sage euch ganz ehrlich, ich hätte zu diesem Zeitpunkt damals, hätte ich einen Menschen einfach töten können, ohne Mitleid. Ich hatte nur Angst vor den Konsequenzen. Ansonsten, wenn man mir erlauben würde, dass ich machen kann, was ich will in einer Anarchie, würde ich Menschen abstechen. Ich habe kein Mitleid gehabt. In mir war wirklich kein Gefühl mehr zu sehen. Und all das, was ich mir früher gewünscht habe, selber ein guter Vater zu sein, nicht wie meiner, der nie wieder gekommen ist, obwohl er es versprochen hatte. Ich wollte auch gerne ein guter Vater sein, eine tolle Familie. Das ist doch der wirkliche Wunsch. Ich entscheide mich doch nicht als Kind. Oder würdest du dich entscheiden, ich möchte später mal drogenabhängig werden? Würdest du dich nach sowas entscheiden? Nein, kein Kind würde sich sowas wünschen. Ich werde Fußballstar oder sonst was, denken doch die Kinder. Aber doch nicht die Karriere eines kaputten Menschen. Das kam schleichend. Und ich habe immer die Schuld den anderen gegeben. Nicht mir, dem System, mein Vater, der nicht mehr da war. Aber letztendlich bin ich doch verantwortlich dafür. Dann kam dieser Wendepunkt in meinem Leben und der war dramatisch. Im Jahre 2001, ich war wirklich ein Wrack. Da wurde ich eingeladen zu einem Rockertreffen. Meine Kompagnons waren mittlerweile Mitglieder der Hells Angels. Und die haben gesagt, da gibt es ein jährliches Treffen. Da könntest du doch mal 3 Tage entspannen und mitkommen. Super Idee, dachte ich. Okay, einfach mal entspannen. Was mir da aufgefallen ist, ist, ihr müsst euch das vorstellen, ein Riesenterritorium eines großen, ausgedehnten sowjetischen Flugplatzes, vollgestopft mit verschiedenen Zelten und sie hatten so Armeetarnfarben und ihre Flaggen waren Totenköpfe. Sie kamen von verschiedenen Clubs. Woher die alle gekommen sind, das sieht man immer auf dem Rücken. Da ist dann immer alles so drauf, Totenschädel, zwei Schwerter oder irgend so etwas und immer was Böses und Krasses. Und mir ist aufgefallen, diese Typen dort und meine Kumpels, die suchen auch nur eine Plattform, eine Identität. Denen fehlt auch was. Gut, sind nicht alle Scheidungskinder auf der Suche nach einem Papa, aber denen fehlt irgendetwas, eine Anerkennung. Irgendwie haben die auch so ein Loch wie ich. Ob du nun ein Punker bist, ein Hooligan, ein Neonazi, ein Hip-Hopper, was auch immer du bist, wo du deine Anerkennung kriegst, das ist immer eine Leere, die du füllen willst. Das ist wirklich eine Suche. Mir ist das bewusst geworden, aber ich kam selber da nicht raus. Es war eine richtige Co-Abhängigkeit. Ich brauchte meine Family, wenn wir dachten, wir sind richtig coole Typen. Bei den Rockern war es richtig doll ausgeprägt. Das war eine echte Armee. Ich konnte es nicht nachvollziehen. Das hat ja nichts mit Freiheit zu tun, wenn der Präsident sagt, es darf gelacht werden. Aus. Und dann haben die Hunde sofort ausgemacht
und gewartet, es darf wieder gelacht werden. So dachte ich, ist ja keine Freiheit. Aber so lief das da ab, das war militärisch. Ich dachte, echt krass hier, was hier abläuft. Und die Typen, Mann, die waren noch ganz schön finster. Und ich gucke mir das alles so an, hatte hier mein Bier und hier meine Zigarette, das hatte ich immer mit. Ab 11 Uhr habe ich angefangen zu trinken und da saß ich an meiner Bierzeltgarnitur und gucke mir diese ganze Szenerie auf diesem Biker-Treffen an und drei Typen laufen an meinen Tisch vorbei und die waren anders. Der eine sagte zum anderen, ich freue mich für deine Familie. Und der andere sagte, und ich mag dich sehr, du bist ein echter Freund. So redet man doch nicht als Rocker. Die sahen so aus, aber haben sich ganz anders verhalten. Und dann haben die sich umarmt, direkt vor meinem Tisch. Ich dachte, sind die schwul? Irgendwas stimmt doch mit denen nicht. Zum Glück war ich neugierig und bin es immer noch. Ich bin ein Menschenfreund. Ja, ich liebe eigentlich Geschichten von Menschen. Das war früher abhandengekommen, als ich so kaputt unterwegs war. Aber das ist alles wieder in mir aufgeweckt worden. Ich war damals jedenfalls eins und das war neugierig. Das bitte behalte auch bei. Sei neugierig. Ich renne diesen Typen hinterher, sprich sie an und sage, entschuldige meine Frage, ihr habt da hinten so ein Kreuz auf dem Rücken. Seid ihr Kreuzritter? Und dann sagte der eine, nein, wir sind Christen. Christen, ist das krass. Ich sagte, was ist mit dir los? Christen, hier. Hallo, wacht mal auf. Hells Angels, Hölle. Ihr seid hier falsch, ihr habt euch verlaufen. Nein, wir sind ganz bewusst hier. Denn wir wollen nicht, dass irgendjemand in die Hölle kommt. Wir wollen, dass die Menschen den Himmel bevölkern. Da sagte ich, geht nicht. Die wollen nicht. Ach, das lass mal unsere Sorge sein, sagt der andere. Ey, ihr passt hier nicht rein, das haut nicht hin. Es kam was Interessantes, was einer sagte, und das habe ich mir bis heute gemerkt. Weißt du was? Jesus interessiert sich nie für die Verpackung, sondern immer für den Inhalt. Dachte ich, das ist krass. Ich fühlte mich sowieso schon irgendwie fremd beobachtet. Denn eins wusste ich, obwohl ich im Kommunismus groß geworden bin und mir immer wieder gesagt wurde, es gibt keinen Gott, es gibt keinen Gott, es gibt keinen Gott, wusste ich, sie sagen es deshalb, wahrscheinlich, weil es einen Gott gibt. Wir mussten das ja nachsagen. Es wird einen Gott geben. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, da war ich einfach zu intelligent, dass wir vom Affen abstammen und vorher mal ein Fisch waren. Nein, ich wusste, wir sind geschaffen, aber eins wusste ich nicht. Dass Jesus sich für den Inhalt interessiert und nicht für die Verpackung. Sie haben mich eingeladen in ihr Zelt. Das Zelt war genauso groß wie dieser Raum, das schätze ich so. Und dann sagten sie, bevor du hier reingehst, deine Zigarette und dein Bier, könntest du es bitte draußen lassen? Ja, aus Anstand natürlich. Nein, weißt du, das ist so. Wir alle haben auch eine gewisse Vergangenheit, aber wir trinken keinen Alkohol mehr, wir rauchen nicht und sind alle verheiratet. Nein, gibt's doch gar nicht. Doch, gibt's. Komm rein und schau dich um. Dieser Vorhang geht auf und ich komme da rein in dieses Zelt und ich denke, oh, ich bin hier in einer anderen Welt. Bei euch Christen ist wirklich alles andersrum. Ihr müsst euch vorstellen, das Erste, was ich gesehen habe, die Frauen saßen an den Tischen und die Männer haben Tee eingegossen. So wie Diener, wie Kellner. Da dachte ich, bei euch ist alles andersrum. Ja, ja, bei uns ist alles andersrum. Und dann waren da so Kinder, die waren ganz artig, so wie du. Das war jetzt prophetisch, du bist artig. Nee, er ist wirklich ein ganz Lieber, so sieht er aus. Und die Kinder, die kamen dann alle an, in dem Zelt waren so viele Kinder. Ich dachte, Mensch, wir haben doch Kinder gar nicht zu suchen. Aber die waren so lebendig und dann stellten sie sich hin. Guten Tag, mein Name ist Ruben, herzlich willkommen in unserem Zelt. Ich sage, wie ist dein Name? Ruben. Ein anderer sagt, und ich bin Gideon. Also ich kenne nur einen Guido, einen Franz und einen Thorsten. Aber so einen Namen habe ich noch nie gehört. Und die waren ganz artig, also wirklich, dachte ich, irgendwie komisch, aber freundlich, einladend. Möchten Sie auch einen Tee? Nein, danke, erstmal nicht. Sie stand da wie so eine Panflöte. Und dann kam schon einer, der hat dann die Situation ein bisschen aufgelockert und sagt, der und die sind meine. Oh, hast du viele Kinder. Wie viel sind es denn? 7. Sag ich, das ist ja asozial. Ja, ich weiß, dass ihr alle so denkt. Aber ich will dir mal kurz meine Frau Miriam vorstellen. Miriam, kommst du mal? Und da kam sie. Nummer 8 ist unterwegs. So leben die. Ich sage, bei euch ist wirklich alles andersrum. Und sie sagen, ja, bei uns ist alles andersrum. Ehe ich mich versah, saß ich dann an so einem dieser Tische. Ich quälte mir diesen Tee runter und tat so, als ob ich den immer trinke.
Und dann kam der Erste, der erzählte mir, er hatte in seinem Gefängnis, als er als Bankräuber verurteilt wurde, eine Begegnung mit Jesus. Und ich sage, aha, wirklich? Die waren so authentisch. Ja, und er hat mein Leben verändert. Jetzt bin ich Pastor. Nee, Leute, sowas gibt's nicht. Sowas gibt's nicht. Doch, sowas gibt's hier bei uns. Sowas gibt es und sowas kann Gott machen. Der Nächste erzählte, er war Zuhälter, hatte Frauen zur Prostitution gezwungen. Am Tiefpunkt seines Lebens ist ihm einer begegnet, eine Person. Und das war nicht irgendwie so eine Lichterscheinung oder irgendetwas. Das war echt leibhaftig. Jesus. Und ich sage, nee, also wirklich, das ist ja krass. Ich musste ihnen glauben, weil die so echt waren. Naja, nun saß ich da und schlürf diesen Tee. Und dann sage ich, was ist denn eigentlich dieses komische Eierding da? Das war so ein Wohnwagen aus der DDR, so ein Ei. Ja, das ist unsere Küche. Ah, ja. Und da ist gerade unser Präsident drin. Euer Präsident ist in der Küche? Aber euch ist alles andersrum. Ja, ja, weißt du, der Größte unter uns ist der Diener für alle. Das war also wirklich, also krass. Die Tür von dieser Küche geht auf. Da stand er da. Der Küchenchef und Präsident. Eine Glatze. Es ist was. Meister Propper. Tätowiert, so ein Bart. Und er hat nur mich angeschaut. Krieg jetzt keine Angst. Hey, wer bist denn du? Und mein Name hatte plötzlich ein paar L's mehr bekommen. Olli. Olli, ich habe ein Geschenk für dich. Und Tatsache, er holt hinter seinem Rücken mit der anderen Hand etwas vor, ein Tablett, auf dem war ein dampfender Pflaumenkuchen drauf. Den habe ich nur für dich gebacken. Guten Appetit. Und dann geht er um den Tisch rum, setzt sich neben mir, stellt dieses Tablett ab und ich sage, sitzt du schon? Ja! Das war wirklich ein Riese. Heute lacht er immer noch. Er will sie immer wieder hören, die Geschichte. Er ist ja schon über 60. Die Größe ist geblieben. Mehr will ich dazu nicht sagen. Und dann saß er nun da neben mir und er wusste eins nicht. Ich hasse Pflaumenkuchen. Hey Leute, ich liebe Kuchen, ich liebe Schokolade, am besten aus der Schweiz. Ich liebe alle Süßigkeiten, die es gibt. Aber keinen Pflaumenkuchen. Das ist so ein Kindheitsschock. Die Pflaumen waren immer madig in der DDR. Und ich dachte, die ganze Welt besteht nur aus madigen Pflaumen. Ekelhaft. Und er sagt, guten Appetit. Wenn so ein Riese sagt, guten Appetit, rein damit. Und es wurde ganz lang, der Kuchen ganz lang, ganz lang, ganz lang. Und er sagte plötzlich, sag mal, was hältst du eigentlich von Jesus? Ich sage, naja, Jesus. Jesus ist so eine... Jesus ist vielleicht so, was ich so weiß, er war ein guter Lehrer. Weiter. Ja, sage ich ihm, er wurde ja dann zu Unrecht von den Römern gekreuzigt und ist jetzt nun mal leider tot. Ich habe eine Neuigkeit für dich. So, welche denn? Er lebt. Ah, wo lebt er denn? Schau mir mal in die Augen. Und ich schaue in seine Augen, das fiel mir sehr schwer. Das waren klare Augen, das waren andere Augen als die, in die ich immer geschaut habe. Und mir war so plötzlich, als würde Jesus in ihm drin wohnen und durch das Fenster seiner Augen mich anschauen. Es war ein ganz kurzer Moment, wo ich dachte, boah, der ist anders. Ich hätte normalerweise sagen müssen, kannst du mein Papa sein, den ich schon immer gesucht habe? Aber das habe ich nicht. Ich wollte nur noch weg. Ich wollte fliehen. Das ist das, was ich am besten konnte. Er sagte, kann ich mal für dich beten? Oh ja, sage ich, das kannst du in deiner Kirchengemeinde dann durchaus machen. Kein Problem. Nein, jetzt hier. Schließ mal deine Augen. Wenn ein 2,4 Meter großer Mann sagt, schließ mal deine Augen, sollte man gehorsam sein. Dann hat er seine Hand auf meinen Kopf gelegt, boom, gefühlte 2 Zentner, und dann hat er folgendes Gebet gesprochen. Jesus, hier ist Olli. Kümmer dich um ihn. Amen. Ich sage, so redest du mit Gott? Du tust ja bald so, als würde er hier im Zelt drin ist. Olli, er ist hier. Das hat mich wirklich berührt. Ich wollte irgendwie weg, er hat es gemerkt. Ich weiß, du willst weg. Hier, nimm noch diese Bibel. Das war eine sogenannte Biker-Bibel mit Zeugnissen von Rockern und das Neue Testament. Ich nahm die und dachte, die wird mir bestimmt im Leben Glück bringen. Aber erst mal weg. Wisst ihr, was ich von diesem Augenblick an wusste? Dass es einen Gott gibt, der an mich interessiert ist und dass er in Menschen wohnen kann. Und das waren Erneuerungen, Reformen, die ich vorher nicht wusste. Ich wusste, dass Gott an mir interessiert ist, an meinem Leben. Dass er mich wollte. Aber ich wusste auch, ich kann nicht da weg. Von den Alten, von den Kumpels, von der Kameradschaft und den Freunden. Und so war ich hin und her gezogen. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist die schlimmste Zeit.
wenn du in so einer Situation steckst, kann ich dir nur sagen, lass dich nicht hin und her werfen. Das ist ganz schlimm. Wenn du weißt, es gibt einen Gott, der dich liebt, aber du weißt auch auf der anderen Seite einen Teufel, der dich runterzieht, du musst dich entscheiden. Am besten für den Guten. Und das kostet manchmal was. Ich war also unterwegs voller Angst und mein Leben wurde noch schlimmer. Die Drogen noch mehr und noch mehr und noch kaputter. Am Ende dann saß ich in einer Klinik. Das war so eine Anwendungsklinik in Bad Gandersheim, ein Ort 350 Kilometer von Berlin entfernt. Und dort saß ich in so einem Einzelzimmer und habe gedacht, mein Leben ist bald vorbei. Ich bin hier wegen einer erschwindelten Kur, die ich eigentlich gar nicht antreten sollte. Eigentlich bin ich sowieso ein Lügner und ein Betrüger. Eigentlich ist alles kaputt. Ich gucke durch meine Sachen und da hatte ich meine ganzen Ablenkungsmusik, Nazi-Musik und Hitler-Bücher, alles, was mich da so interessiert hat. Aber bei dem ganzen Kram war auch die Bibel bei. Mann, jetzt hatte ich Zeit. Ich musste sowieso so oft an diesen Präsidenten denken, weil er sagte, wir werden so lange für dich beten, bis du deine Knie beugst. Das schallte noch immer in so meinen Hinterkopf. Meine Knie beuge ich nicht. Ich bin Hooligan, ich beuge keine Knie. Weder vor dem Kommunismus, noch vor diesem Staat, noch vor irgendjemandem. Der Zeitpunkt war gekommen. Ich lese die Bibel auf meinem Zimmer und entdecke einen Gott, der keinen Haken hat. Ich merke, dieser Jesus, der ist so voller Liebe. Und mir war das Evangelium sofort klar. Ich habe das verstanden. Und ich konnte es doch nicht verstehen. Ich habe es verstanden vom Sinn, aber ich konnte nicht verstehen, dass Gott das tut. Dass seine Liebe so groß ist, dass er seinen Sohn opfert. Das war für mich absolut revolutionär. Und dann bin ich auf eine Stelle gestoßen. Wenn du mich vom Herzen her, vom tiefsten, echten Herzen suchst, dann wirst du mich finden. Und dann noch eine andere Stelle. Wenn du nicht so bist wie ein Kind, dann kannst du nicht in den Himmel kommen. Ich war ein Kind. Sage ich auch immer in Berlin. Ich bin ein Kind eingepackt in einen erwachsenen Körper. Das sagen die Kinder immer. Ich sage, ich bin ein Kind eingepackt in einen erwachsenen Körper. Ja, wollte ich nur noch mal sagen. Das sagst du 100 Mal, Olli. Gut, alles klar. Ich war ein Kind, weil ich keine Kindheit hatte. Eingepackt in einen erwachsenen Körper. Und wie ein Kind bin ich losgerannt. Und das war der 21. November 2002. Ein verregneter Donnerstag. Ich gehe raus aus dieser Klinik und laufe so ein bisschen lang. Und laufe in der Hoffnung, Gott zu finden. Ich sage, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann komm jetzt als Mensch. Ich gehe auf einen Berg hoch und sage, Jesus, wenn es dich gibt, dann komm jetzt als Mensch zu mir. Mein Herz hat geschlagen. Ich dachte, wenn jetzt Jesus kommt, wie wird der aussehen? Ich war wirklich wie ein Kind in der Erwartung, dass Jesus jetzt im Wald auftaucht und mit mir ein Gespräch führt. Ich wusste, wenn ich bete, dann wird er kommen. Er ist gar nicht so weit weg. Und ist er gekommen? Nein. Ich war oben auf diesem Berg angekommen und da dachte ich, was ist denn hier los? Habe ich noch nicht gewusst, dass da oben irgendetwas ist. Ich war nun schon 3 Wochen in der Klinik, aber ich wusste nicht, dass auf dem Berg da ein großes Anwesen steht, ein Parkplatz und ein Schild, Bibelschule. Gott hat für mich hier eine Bibelschule hingebaut. Ist ja krass. Boah, ich war völlig high und nehme so ein Traktat. Das wusste ich nicht, dass das so heißt. Ein Flyer aus so einem Kästchen und da steht vom Minus zum Plus. Du kannst heute noch Christ werden. Ich lese dieses Ding und das sind wirklich Fragen, die ich für mein Leben hatte, wo ich dachte, es ist nur für mich gedruckt worden. Ich lese Seite 1 und Seite 2 und war völlig ergriffen. Ich dachte, wo ist die Lösung? Was soll ich denn bloß tun? Ich bin wirklich am Ende. Ich brauche wirklich Hilfe. Ich will ja dieses Leben nicht mehr, aber ich schaffe das nicht. Wie oft habe ich es vorgenommen? Es ging nicht. Ein Bibelschüler, der sah mich da draußen langlaufen. Er sah mich langlaufen und Gott hat zu ihm gesprochen, geh runter und sprich ihn an. Und er sagte, nö, der sieht mir zu gefährlich aus. Und Gott sagt, sprich ihn an. Zum Glück war der Junge gehorsam. Eine halbe Portion von mir, aber voller Autorität. Der rannte mir nach, tippte mich an und sagte, Entschuldigung, suchst du jemanden? Jetzt wollte ich ehrlich sein und hab irgendwie rumgestottert. Er sagt, gib keine Antwort. Ich glaube, du suchst Gott. Und dann habe ich ihn gefragt, bist du Jesus? Und er sagte, nein, aber ich habe einen guten Draht zu ihm. Aus dieser Begegnung wurde eine echte Freundschaft. Und Gott hat also ihn benutzt, dass er in mein Leben reinsprechen darf. Und der hat mich geführt und war ein sehr guter Mentor. Er war sehr wichtig in meinem Leben und ich habe vieles, vieles losgelassen, wo ich dachte, dass ich das nie loswerde. All die ganzen Dinge habe ich losgelassen, aber eins ist noch passiert am 21. November. Er ließ mich alleine. Er sagte, was du jetzt tun musst, kannst du nur alleine tun. Dann verschwand er wieder und ich war plötzlich ein paar Minuten später auf einer Bank, unten im Tal. Und ich habe die letzte Seite gelesen, ein Lebensübergabegebet. Wenn du das vom Herzen sprichst, egal wo du bist, dann kannst du das tun. Und ich dachte, das ist krass, das werde ich jetzt machen. Und ich sage, Jesus, ich kenne dich überhaupt nicht, aber du kennst mich.
kennst die Verpackung, aber vor allem den Inhalt. Ich will mich nicht verstellen, ich bin am Ende. Unter Tränen ist mein Leben wie ein Film an mir vorbeigelaufen und ich habe gesagt, jetzt gebe ich dir den ganzen Dreck ab. Ich habe keine Ahnung, was passiert, aber ich gebe es jetzt dir. Und es war so, als würde Jesus mein Herz operieren und gesund machen, in einem Moment. Ich war auf den Knien und habe gesagt, Gott, danke. Plötzlich war ich so erleichtert. Von diesem Augenblick an wusste ich, ich will nichts anderes mehr, als nur noch mit Gott unterwegs sein. Hört sich jetzt an wie so eine Story, die ist so zu... Nein, es gab viele, viele Tiefpunkte, aber eins wusste ich, ich muss mich an ihn festhalten, er ist immer da. Und in meinem Fall ist Folgendes passiert. Ohne Therapie bin ich frei geworden von Abhängigkeiten wie Kokain, von Whisky, von Zigaretten, von all diesem Kram, von Hass in Liebe. Ich war ein totaler hasserfüllter Mensch und kann jetzt lieben. Und das alles in Etappen, er hat das alles weggenommen. Also Hass und Liebe waren ein längerer Prozess, aber die Zigaretten, Alkohol und das alles, das mit einem Mal. Und so gibt es immer wieder neue Baustellen, aber ich will euch eins sagen. Gott ist immer da, auch wenn du das vielleicht nicht fühlst. Die Kinder sagen immer, man sieht ihn nicht und trotzdem ist er da. Ich bin so froh, dass ich auch einen Papa bekommen habe. Ein Papa, der mich liebt. Mein Leben ist absolut verändert worden, aber das hat nichts mit mir zu tun. Und da sind wir wieder am Anfang und da schließt sich jetzt der Kreis. Ich will nur eins sagen, Gott ist der Champion und er ist der Creator, der hat uns geschaffen und der weiß ganz genau, wo bei uns die Baustellen sind. Und er liebte dich schon, als du im Bauch deiner Mutter warst. Auch wenn du es manchmal nicht fühlst, er ist trotzdem da. Ich will ihn hier groß machen, weil er mein Leben verändert hat. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so eine Horde von Kindern unter mir habe, denen ich eine Art Papa sein darf. Kinder, die Probleme haben. Aber das habe ich wirklich Gott zu verdanken. Der verschenkt Berufungen, Begabungen und Talent. Und wenn es für ihn einsetzt, dann hat das auch Kraft. Danke für eure Aufmerksamkeit.